Guten Morgen, willkommen. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich den Diensten Chronicles Edition Nummer 1 dabei. Aus dem Urlaub mitgebracht, hat mir gefallen. Ich bin eher der Dienstenkritiker, also schauen wir uns mal an, was der so kann. Diensten Chronicles Edition Number 1. Klingt erstmal nach einem No-Age-Statement-Whisky, ja, wieder irgendwas. Ist aber anscheinend so ein Distillery-Exclusive, beziehungsweise teilweise kannst du die in Schottland bestellen, ja, also auch in Großbritannien. Aber ich glaube nicht mehr nach Deutschland. 46,3 Volumenprozent, aber es ist kein richtiger No-Age-Statement-Whisky. Ja. Also abgefüllt 46,3 ist quasi diese Klassiker-Distill, was die da so machen. Das sind die Diensten meistens. Edition Number 1 Chronicles. Klingt so, als kommen da noch mehr. Er scheint auch schon länger so ein bisschen verfügbar zu sein, gab es jetzt aber immer noch. Und hier ist das Spannende, die haben einige Fässer zusammen vermehlt, um den herzustellen. 1977er Refill-Fässer. So, Refill 1977 sind 45 Jahre. Das ist natürlich so, die Frage, haben sie einen Teelöffel rein oder mehr? Ich würde sagen, da ist schon eine Komponente, die man erkennen kann. Haben ihn sogar schon eingeschenkt. Und nochmal einen kleinen Nipp da oben drauf. Gläschen ist so ein bisschen klein, ne? So, niedliche Gläser bei Klinggoyen mitgenommen. Und dann haben wir 1994, ich habe hier unten die Notizen, Madeira Wood Wine Finish. Okay, dann, was ich ziemlich sexy finde, Amontillado von 2004. Heller Sherry, ja, Amontillado, ist ja quasi Fino und dann kommt halt Amontillado, bevor es dann halt hochgeht zu einem Oloroso PX und so weiter. Das sind eher die säurehaltigeren Sherrys. Für mich immer so ein gelber Manzanilla gibt es ja noch, der eigentlich so ein bisschen wie der Fino ist, aber dann aus einem anderen Ort. Aber es sind eigentlich eher noch so die unter der Hefe gärenden Weine. Und Amontillado finde ich halt immer ganz, ganz, ganz nett. Und dann hat man eher jünger 2011er Bourbon Barrels drin. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ja, Notizen gehen weg. Handy weggefeuert. Das ist das, was da drin ist. Aber man weiß es nicht, in welchen Anteilen. Da ich mich mit Diensten ja nicht auskenne, habe ich mir in Schottland, kaufe ich mir ja immer wieder, und gerade kam das raus, konnte ich da vor Ort mitnehmen. Jetzt nicht direkt bei Diensten, da lag es nicht. Manche Brennereien hatten noch das alte Buch. Es gibt das Yearbook 23 wieder. Und wenn man nach Diensten guckt, fand ich nämlich ganz interessant, dann steht hier drin so, ja, gegründet, founded 1965. Hier oben steht erstmal auf der Flasche, established 1966. Ja, also scheint wohl so zu sein, dass sie angefangen haben, das anzumelden und so weiter. Aber die Produktion ging erst 66 im Oktober los. Also schreiben sie auch irgendwie selbst auf die Flasche. Hier in dem Buch steht noch ein bisschen was mehr. 3 Millionen Liter. Und wo liegt's? In den Süd Highlands. Ja, gehört zur Distelgruppe. Da kann ich euch jetzt natürlich mehr erzählen, weil ich war vor Ort. Meine erste Whiskybrennerei, die ich besucht habe, war Diensten. Und man sieht es ja auf dem Logo, das ist wirklich ein Fabrikgebäude. So wie es hier auf dem Logo drauf ist. Wenn man da mal, ich habe gesagt, wunderschön, ne? Jeder, der so ein bisschen den Blog verfolgt hat, hat es gesehen, hat natürlich Spaß gemacht. Ne? Man sieht es ja dann so auch am Bach gelegen, dieses kleine Blockhaus. Schöne, waldliche, ruhige Umgebung und dann wird da einfach der Whisky hergestellt. Ne, man sieht immer die Produkte, man hat sie über die Jahre getrunken. Wenn man dann, für mich, durch meine Kinder, hat es ja länger gedauert, dass ich wirklich mal rüberkam. Ich habe unglaublich viel Whisky getrunken, habe es aber jetzt 7 Jahre später zum ersten Mal nach Schottland geschafft. Gut, man muss auch sagen, vor Ort ist auch das Trinken alles ein bisschen teurer. Dafür kriegt man spezielle Abfüllungen. Ne? Ja, wie gesagt, die färben nicht, gehört das zur Distelgruppe. Mal gucken, wie lange noch. Die sollen ja irgendwie vielleicht verkauft werden. Ja, waren wir vor Ort. Tolle Brennerei, die Leute super nett. Ne? Ein paar Kumpels hatten so eine kleine Warehouse-Tour gemacht. Wir haben uns da so ein bisschen durchverkostet, verschiedene Abfüllungen. Und da war halt dieser Chronicles dabei. Und wenn man da so die Nase dran hält, es war schon so, dass einige Dienste auch vor Ort mir so ein bisschen zu würzig waren. Und dieser Dienst nicht. Da habe ich gedacht, komm, musst du dir mitnehmen. War, glaube ich, 89 Euro Pfund, ja, plus der ganze Kram, nochmal 10 Euro drauf, Gebühr. Also bist du da schon über 100 Euro. Ja. Weil 90 der Euro Pfund ist ja irgendwie 1,1815, je nachdem, mit Umrechnung, Gebühr von der Kreditkarte und so weiter. Also kann man da nochmal seine 10, 15 Euro draufrechnen auf die 90.
Dann landet man bei 100, 110 Euro. Und wir sind danach nach Glengoyne gefahren und da hatte ich so dann hier so ein Sixer-Pack von diesen kleinen Mini-Glen-Cairns mitgenommen. Die hat man dann auch vor Ort zum Probieren gekriegt, gerade bei Diensten. Die hatten die dann auch. Manche hatten das, manche hatten so kleine Becher. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja, und dann bei Glengoyne mitgenommen. Ja, und Diensten meine erste Brennerei. Riech ich mir mal rein. Man merkt halt schon, das ist eigentlich schon schwer, mit diesen ganz kleinen Gläsern so richtig tief reinzuriechen. Kriegt so einen Eindruck, aber eigentlich müsste man nochmal umschwenken auf ein anderes Glas. Kann ja gleich nochmal umkippen. Also sehr gefällige Nase, man hat schon gleich Lust, irgendwie mal reinzuschlabbern. Zumal ich auch Durst habe. Nein, nicht Durst, aber Lust ist das richtige Wort. Man hat so einen ganz cremig weichen Touch. Man hat das Holz, man hat jetzt aber keine Würze. Man kriegt so ein bisschen so weinige Aromen, ne? Auch so eher vom Amontillado, würde ich sagen, geht da so ein bisschen was. Nicht, keine Säure, aber da ist so eine Sherry-Note, die so ein bisschen cremig ist. Ich sag da mal so gelbe Sherry-Note eigentlich. Und danach kommt so ein bisschen was Wachsiges. So was, was sich so zieht, so cremig. Buttrig von der Nase so gefühlt. Schön. Slange war. Und hier ist jetzt so, wenn ich ganz tief reinschmecke, kriege ich meine Diensten Holznote, die dann sagt, es ist ein bisschen würzig. Aber die ist wirklich minimal. Also ich finde dieses leicht wachsige, cremige, dann kommt das Holz, aber dieses Zusammenspiel aus Bourbon, der wirkt einfach alt für mich. Das ist so ein bisschen, der ist nicht scharf, der ist nicht jung. Der hat so ein bisschen Spiel, aber hat so Anklänge von was Älteren. Es ist leider nicht so, dass du sagst, boah, ist das ein altes Teil. Aber man kriegt so Anklänge von diesem 77er. Ich denke mal, das war einfach zu holzig, zu alt, zu teuer, was auch immer, alle möglichen Rahmenbedingungen. Und hat das aber so ein bisschen hier mit reingegeben. Vielleicht war der auch schon unter 40%. Ist die Frage, wie viel Wasser da jetzt am Ende wirklich drin ist und wie viele Flaschen dann abgefüllt wurden. Hab ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Scheint dann aber schon ein bisschen mehr zu sein. Aber die ganzen Blender, Distiller, Stillman und so, die haben alle ihr Go gegeben, haben da so ein bisschen was kreiert. Klingt nach einem schönen Feierabendprojekt und dann kommt sowas hier mit raus. Also die haben das halt, steht hier unten nochmal drauf, deswegen habe ich gerade mal da hingeguckt. Die haben halt diese vier Fässer dann zusammengekippt und dann nochmal in Fässern vermehlt für diese Reifung. Sozusagen gefinisht in einer ausgewählten Art der Fässer. Ich finde das halt Diensten, der ist schön, der ist cremig. Der hat immer wieder Anklänge von diesen leicht wachsigen. Jetzt Madeira, Amontillado, so in der Tiefe, dass ich sage, wow, du kriegst hier den Wein. Nee. Für mich hat er eher den Stil geprägt, wie dieser Whisky ist. Der hat nicht so eine Malzsüße, sondern hat eher so eine Fruchtsüße, die halt aus diesen Weinfässern, Sherryfässern kommt. Du hast dieses alte Holz aus den Bourbonfässern, aus den alten und jungen. Da kommt dann so ein bisschen die Würze mit rein. Das Holzige, das so das Zusammenspiel. Und auf der Ebene ist er. Der ist jetzt gar nicht so komplex in alle Richtungen. Und oh, und hier, wow. Das ist einfach richtig, also für mich ein guter Whisky. Der macht Spaß. Das einzigste Manko jetzt rückblickend. Da sage ich gleich im Finish. 46,3%. Lassen sich gut trinken. Ja, einer der ersten Diensten, den ich gekauft habe. Mein Fazit zu diesem Diensten Chronicles. Ich finde es ein guter Whisky. Hat Spaß gemacht, ich bereue es nicht, ihn gekauft zu haben. Wenn ich jetzt die ganze Auswahl, was ich mir hätte kaufen können, hätte ich vielleicht eine andere Flasche mitgenommen, so im Verhältnis.
Aber da es die erste Brennerei war, in der ich vor Ort war, musste ich mir natürlich was mitnehmen. Deswegen ist es vom Andenken, von der Idee einfach eine schöne Sache. Ich habe einen guten Whisky im Glas. Er ist vielleicht preislich eher so etwas, wo ich mir dann so die 70, 80 Euro erhoffe. Aber so von dieser Fassauswahl, heutzutage Distillery Exclusive und so ein bisschen Limited zahlst du hier mit rein. Ja, das ist dann halt leider so. Er hat aber auch was, was so ein 70, 80 Euro Whisky nicht hat. Ja? Ich wünschte mir, das wäre halt noch mal krasser und extremer. Da vor Ort fand ich, das war wow so. Ich glaube, das ist ein Whisky, der auch so einen kleinen Unterbau braucht. Ich probiere den jetzt auch wieder frisch. Der kann durch seine cremige Art auch eher so der zweite oder dritte Tram sein. Das muss nicht der erste sein. Aber er ist einfach so auch ein bisschen gefällig, schlabberig. Ne? Man hat immer wieder Lust, so ein bisschen dran rumzunaschen. Ja, rumnaschen, schlabbern, diensten hört man eher selten bei mir. Von daher, ja, wenn ich nicht den diensten, welchen soll ich mir dann kaufen? Muss man einfach so sagen. Also ich glaube, viele Diensten-Fans werden ihn lieben oder hassen. Das kann ich schlecht beurteilen, weil die meisten kenne ich nicht. Aber es war schon so, dass jeder den mitgenommen hatte, weil jeder sagte, ist ein gutes Teil. Ja, das ist einfach, macht Spaß, kriegst du nicht an jeder Ecke, kann man mal mitnehmen. Gerade so mit der Geschichte. Aufreisen, Spaß haben und an seinen Urlaub, solange noch was in der Flasche ist, dran denken. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, ein paar Eindrücke und habt den vielleicht auch im Glas gehabt. Dann könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut und tschüss.